Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja Leute, äh, endlich haben wir die Ankündigung, welche Server kommen werden und wie viele kommen werden. Ja? Ähm, also im europäischen, im deutschen und natürlich auch im amerikanischen Bereich, da gehen wir später noch drauf ein. Ähm, wir fangen ja einfach mal an. Ähm, der deutsche bzw. auch der europäische Community Manager Tosh hat hier geschrieben, ab Dienstag, dem 13. August um 0.01 Uhr mitteleuropäischer Zeitzone können Spieler mit einem aktiven Abo ähm, ihre Charnamen reservieren. Ihr könnt dort bis zu drei Charaktere quasi erstellen und damit eure Namen sichern. Ja. Und die folgenden Server werden kommen. Wir haben zwei deutsche Server. Ja. Ähm, ich weiß, viele Leute haben damit mehr gerechnet, ich auch. Ja. Ähm, warum das aber eventuell nicht so dramatisch ist, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier einen deutschen PVE-Server schon mal bestätigt, namens Everlook. Und einen deutschen PvP-Server namens Lucifron, nachdem quasi äh, auch ja, Stand jetzt unsere Gilden und auch ich äh, drauf spielen werde auf Lucifron PvP. Ähm, wie gesagt, da ein äh, PvE-Server für uns nicht in Frage kommt, werde ich quasi auch Stand jetzt alle meine drei char auf Lucifron reservieren. Genau, dann gucken wir hier im europäischen Bereich: haben wir sechs Server, ähm, zwei PvP-Server. Hier die beiden, Golemak und Charler, einen RP-Server, also einen RP PvE-Server wird das wahrscheinlich sein, ein RP-PvP und zwei PvE-Server. Ja. Ähm, Im französischen Bereich haben wir dann ähm, ja auch einen PvE und einen PvP und eben im russischen auch einen PvE und einen PvP-Server. Bei der Realm-Wahl, wenn ihr die äh, Realms dann auswählt, am Dienstag, wenn ihr euren Char erstellt, wird euch auch immer angezeigt, ob der Server quasi Niedrig, Mittel oder Hoch bevölkert ist und danach könnt ihr dann irgendwie gucken, okay, wie viele Leute sich ungefähr auf den Servern eben auch ihre Namen reserviert haben. Ähm, ja, gut, im deutschen Bereich haben wir natürlich nicht so viel Auswahl. Leute, die auf einem PvP-Server spielen wollen, die können halt nur auf Lucy schon gehen. Äh, muss man mal schauen. Auf jeden Fall äh, gehe ich dann davon aus, dadurch, dass wir quasi hier diese Anzeige bekommen, dass man im Nachhinein halt eben auch noch äh, seine Chars auf anderen Servern quasi auch erstellen kann und die auch wieder löschen kann, die man bereits erstellt hat. Ja, das heißt, wenn man dann merkt, okay, bei mir sind doch relativ viele Leute am Start, dann ähm, wechselt man vielleicht noch mal. Genau, jetzt gucken wir mal. Und zwar etwas weiter unten hat der äh, Community Manager hier noch äh, folgende Sachen geschrieben, die sehr wichtig sind. Ja, ähm, ich kann die Enttäuschung einiger, besonders der Rollenspieler, absolut nachvollziehen und versichere euch, dass eure Beiträge und Meinungen äh, bei mir Gehör finden und euer Feedback wie immer an die entsprechenden Stellen weitergeleitet werden. Ja. Also wie gesagt, tut mir natürlich auch leid für die Rollenspieler unter euch, die hier auf einen deutschen RP-Server gehofft haben. Ähm, ich weiß auch, dass RP äh, auf einem EU-Server für deutsche Spieler nicht so viel Sinn macht, ja, weil dann einfach wieder so die Sprachbarriere am Start ist irgendwie, man kann dann halt nur seine eigene Community da gründen. Ja, weiß ich auch nicht, was da besser für euch ist, ob man dann eher auf einen PvE-Server geht und da Roleplaying macht, also auf einem deutschen PVE-Server oder eben auf einen äh, ja, internationalen Uh, RP-Server, keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall hatte er hier gesagt, uh, die werden dann nochmal drüber nachdenken und uh, gucken, ob da vielleicht noch einer kommt. Ja. Also die Hoffnung uh, ist quasi noch nicht gestorben. Um, und was hier noch viel wichtiger ist, ja, diese Nachricht hier für alle anderen. Um, sobald WoW Classic erscheint, also sobald das Spiel quasi am Start ist, werden die Entwickler, die Server-Teams und auch die Community-Manager quasi gucken, wie sich die Population, also die um, Spieleanzahl auf den deutschen Classic-Servern entwickeln wird. ja, und ähm, wenn sie hier merken ja dass einfach noch mehr bedarf an weiteren servern besteht dann werden die entsprechenden schritte eingeleitet ja und das finde ich einfach richtig cool dass er das hier auch schon mal schreibt an der stelle das heißt äh, dass diese beiden server die wir hier für den deutschen bereich bestätigt bekommen haben ist nicht unbedingt das ende der fahnenstange ja da können noch mehr server kommen ja, sie wollen quasi dann einfach erstmal schauen, wie diese Server ausgelastet sein werden. Und ich finde auch den Ansatz tendenziell eigentlich besser, wenn man erstmal weniger bringt und dann am Ende quasi aufstockt, als dass man viel zu viele bringen würde und dann irgendwie alle wieder schließen muss und keine Ahnung, ja. Jo, von daher finde ich es generell eigentlich gute Nachrichten, ja, gute Neuigkeiten an der Stelle. Ähm, wir können endlich quasi so ein bisschen planen, ja, vor allem die ganzen Gilden können besser planen. Ähm, abschließend schauen wir uns auch nochmal hier an, was im amerikanischen Bereich abging. Äh, oder abgeht, hier wurden quasi eben auch die Server bekannt gegeben. Ähm, in Amerika wird man quasi ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, äh, 10, 11, 11 Server haben. Ähm, hier aufgeteilt immer nach äh, wie pazifischer und östlicher Zeitzonen, keine Ahnung, weil Amerika ja ein relativ großes Land ist und viele Zeitzonen abdeckt, muss man das hier ein bisschen unterteilen. Die haben overall vier PvE-Server und ähm, fünf PvP-Server. Und eben hier äh, noch einen RP und einen RP-PvP-Server, ja. Und äh, Oceanics, glaube ich, Australien und Neuseeland, die haben eben einen PvP und einen PvE-Server. Ja, und dann steht quasi hier äh, einfach nur noch die gleiche Info, die bei uns hier unten auch noch drunter stand, von wegen, dass quasi dann die Spieler einmal sehen können, ob die Server. Äh, hoch, mittel oder wenig ausgelastet sind. Ähm, genau, ja, also wie gesagt, overall finde ich gute Neuigkeiten. Ich denke, im amerikanischen Raum macht die Serveranzahl auf jeden Fall so Sinn. Ähm, Im europäischen Raum muss man noch mal schauen, ob wir damit hinkommen. Ähm, je nachdem, wie krass der Hype halt am Start ist, Leute, äh, <laughs> äh, werden hier vielleicht noch äh, ja, ein paar Server dazukommen, müssen wir mal schauen. Ähm, ich kann mir echt noch vorstellen, dass im deutschen Bereich echt wahrscheinlich noch ein PvP-Server kommen wird, weil ich, ja, also ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass wir mit einem PvP-Server hinkommen. Ähm, von daher, ja, muss man mal gucken. Ja, Leute, das war äh, das waren die News. Wie gesagt, auch sorry an der Stelle, dass jetzt zwei Wochen von mir kein Video gekommen ist. So, mein MacBook war in Reparatur und so weiter und so fort. Muss erstmal wieder klarkommen, aber jetzt wird auf jeden Fall regelmäßiger wieder Content kommen. Äh, das nächste Video wird auf jeden Fall dann auch äh, ein äh, Berufe-Video, weil das viele auch einfach wollten. Da sitze ich gerade dran. Und es wird auch äh, in den nächsten Wochen in meinen Twitch-Streams bis zum Release eben Interviews mit Experten von den ganzen neuen WoW Classic-Klassen geben. Heute Abend fangen wir an mit dem Krieger. Es wird ein zweistündiges Interview mit einem sehr guten Krieger, wo wir wirklich alle Themen durchgehen, äh, was man als Krieger in WoW Classic beachten muss. Von daher schaut auch gerne mal auf äh, Twitch vorbei. Da bin ich immer Sonntag, Dienstag und Donnerstag online ab 18 Uhr. Und da werden viele von diesen ähm, ja, Klassen-Specials kommen, wo wir wirklich sehr intensiv uns mit den verschiedenen Klassen ause auseinandersetzen werden. Ja, in dem Sinne schreibt mir gerne mal unter das Video, was ihr von den äh, Ankündigungen haltet, ob ihr auch denkt, ja, zwei deutsche Server vielleicht ein bisschen wenig. Ja, was die Roleplayer unter euch denken, siedelt ihr euch dann eher im PvE-Server an hier im deutschen PvE-Server oder geht ihr auf die ähm, EU-RP-Server? Ja. Und äh, ja, sagt mir gerne mal eure Meinung. Äh, ich bin gespannt und würde sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Bis zum nächsten Video. Ciao ciao.